Hallo, da sind wir wieder und zwar heute mit einem veganen Rührei-Ersatz. Wir probieren gerne Dinge aus und vor allem stehen wir immer wieder vor der Frage, wenn wir morgens Rührei essen wollen, aber wandern gehen, wie nehmen wir rohe Eier am besten mit? Dann haben wir hier das beim Aldi gesehen für, ich glaube, 1,39. Falls es falsch sein sollte, schreibt André hier einfach den richtigen Betrag nochmal rein, aber so ungefähr Pi mal Daumen, so viel hat es gekostet, irgendwo zwischen 1 und 2 €. Dieser vegane Rührei-Ersatz ist auf Basis von Kichererbsenmehl und unter anderem ist da noch drin, da ist Erbsenstärke noch mit drin, Flohsamenschalen und diverse Gewürze und alles aus kontrolliert biologischem Anbau. Und wir dachten, wir probieren mal dieses Rührei aus, weil das wäre nämlich ja, super zum Mitnehmen aufgrund der Größe. Es ist eben verpackt und ja, es ist kein rohes Ei. So. Das werden wir jetzt mal machen und wir werden es mal verkosten. Es ist 100% pflanzlich und es ist glutenfrei. Und das Interessante ist, hier kommen nur 125 Milliliter kaltes Wasser dazu. Das muss man eben verrühren und dann soll man Rührei haben. Wir testen es jetzt. Hier haben wir schon 125 Milliliter kaltes Wasser abgemessen. Ups. So. Es riecht ein bisschen nach Weihnachten, finde ich. Ne? Jetzt noch alles Mögliche an kleinen Gewürzen. Okay, ich bin mal gespannt. Ich hau das jetzt einfach mal hier rein. So sieht das Ganze jetzt aus. So ein bisschen gelblich. Soll ja auch Rührei werden, soll ja auch gelb aussehen. Ist da Sellerie mit drin? Das riecht irgendwie ziemlich nach Sellerie, finde ich. Nee. Interessant. Ja. So sieht das Rührei jetzt aus. Es sieht eben so aus, also man sieht eben Schnittlauch und so. Und ja, ich finde, es sieht aus wie Rührei, nur sehr viel flüssiger. Und dann probieren wir jetzt mal das Rührei zu machen. So, dafür brauchen wir erst ein bisschen Öl in der Pfanne. Und dann soll man 3 Kleckse Rührei machen. Gas anmachen. Macht normalerweise immer der André deshalb. Jetzt wisst ihr, warum es meistens der André macht. Normalerweise soll man 3 Kleckse Rührei machen und die dann so ein bisschen auseinander machen später. So eine Art wie, ja, wie Kaiserschmarrn quasi. Das passt aber jetzt nicht ganz. Eins, zwei, ja, das passt nicht ganz. Wir schmeißen jetzt einfach mal alles in die Pfanne. Wir wollen ja mal versuchen, ob es vernünftiges Rührei gibt. Ja. Also, eigentlich soll man 3 Kleckse machen, diese Kleckse nach 3 Minuten wenden und dann nochmal für 1 Minute erhitzen und dann die Kleckse anschließend mit 2 Pfannenwendern zerstückeln. Also wirklich wie Kaiserschmarrn. Aber wir sind wandern, wir haben manchmal keinen Pfannenwender dabei, sondern hier einen Löffel dabei, wie heute. Manchmal haben wir auch einen Pfannenwender dabei, aber in der Regel haben wir nie 2 Pfannenwender dabei. So, ich werde das jetzt mal einfach zubereiten, wie ganz normales Rührei, und dann werden wir mal gucken, was das gibt. Wir haben jetzt auch extra Öl genommen, aus dem Grund, wir wollten, dass es wirklich vegan ist. Auch wenn wir keine Veganer sind. Wir sind auch keine Vegetarier. Wir essen
so ziemlich alles. Aber wir probieren gerne aus. Und wir sind für alles offen. Erinnert mich irgendwie an Pfannkuchenteig, der so ein bisschen fester geworden ist. Also wirklich, ja, Kaiserschmarrn ähnlich, muss ich sagen. Oder sagen, das riecht gut. Mal gucken, wenn wir heute positiv überrascht sind, wir werden noch das Omelett holen und wir werden noch einen Eiersatz holen. Und dann mal versuchen, mit dem Eiersatz Pfannkuchen zu machen und mal gucken, wie das Omelett wird. Und das nächste Mal packt der André bitte einen Pfannenwender ein. André nickt. Erinnert mich wirklich ein bisschen an Pfannkuchen. Kaiserschmarrn, whatever. Es ist jetzt eben auch für zu Hause eigentlich gedacht, aber ja, das, was man zu Hause machen kann, kann man ja auch meistens unterwegs machen. Viele denken ja, Wandern oder auch Campen, da würde man nur aus der Dose essen, was ja überhaupt nicht stimmt. Und das wollen wir eben auch so ein bisschen, ja, mit in unseren Kanal reinbringen. Deshalb haben wir auch ein paar Kochvideos. Uns ist eben auch wichtig, frisch zu kochen oder auch mal Alternativen, schnelle Alternativen zu finden, wenn wir wirklich mal unterwegs sehr hungrig sind. Aber ansonsten stellen wir uns eben auch mal gerne etwas länger in die Campingküche und kochen. Ich muss sagen, ich empfehle wirklich zwei Teile Besteck. Aber in der Regel hat man ja noch Besteck dabei, eine Gabel oder so, gerade zum Festhalten, weil das hier ist mich etwas mühsam. Theoretisch. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich guck mal, was es wird. Interessant. So, das ist das vegane Rührei. Und ich glaube, also so geschmacklich, ist jetzt ein bisschen dunkel geworden. Beim nächsten Mal drehen wir noch ein bisschen runter. Beim nächsten Mal würde ich es ein bisschen anders machen, mit zwei Teilen Besteck wirklich, wie es im Rezept steht. Irgendwie aber eine Gabel zu Hilfe nehmen. Es ist gut. Man darf nur nicht einen Rührei-Geschmack erwarten. Es ist eben ein Rührei-Ersatz, aber dafür ist es gut. Das ist genauso wie bei Hafermilch. Wenn du Hafermilch trinkst, darfst du keinen Milchgeschmack von Kuhmilch erwarten. Dann hast du eben Hafermilch. Und so ist das genau auch hier. Ich finde es gut. Daumen hoch. Und wir werden das Omelett und noch den Eiersatz ausprobieren. Und das hier wäre wirklich eine Alternative, davon mal zwei oder drei Päckchen für bei einer längeren Wanderung mitzunehmen und mal einfach morgens zu testen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert gerne mal, ob ihr vielleicht Veganer oder Vegetarier seid, was ihr gerne esst. Oder ob das Ganze überhaupt nichts für euch ist. Bei euch kommt vielleicht alles auf den Tisch. Oder es gibt ja auch noch alle möglichen anderen Varianten, Frutaria etc. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so esst. Und wir sind offen für alles. Gebt uns gerne Tipps, was ihr noch ausprobieren könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.